Alright, let's see this video. Where is Ronaldo? Where the hell is Ronaldo? Let's see this and let's go. Die Mannschaft von Manchester United chillt aktuell in Thailand und hat dort eine Promotour. Es geht durch Asien und man will dort neue Fans akquirieren. Auch die vielen Fans in Asien, die einen Riesenclub wie Manchester United natürlich hat, auch ein bisschen, soll ich mal, auch mal belohnen und dass sie mal die Spieler auch sehen können, Testspielen und so weiter und so fort. Jetzt ist es so, dass Cristiano Ronaldo dann nicht mitgekommen ist. Und das war dem Club eigentlich sehr wichtig, weil man gesagt hat, okay, Ronaldo ist das große Gesicht, wir wollen ihn überall zeigen und er kommt nicht mit. Und jeder fragt sich, wo ist Cristiano Ronaldo eigentlich gerade? Ja, er hat gesagt, er hat familiäre, private Probleme. Mittlerweile glauben ihm immer weniger Leute dieser, also es ist ja, man weiß nicht, ob es eine Ausrede ist, diese Aussage, glauben ihm immer weniger Leute, weil eben das heiß hergeht, man versucht Ronaldo bei irgendeinem anderen Club, der Champions League Fußball spielt, unterzubringen. Der Berater, Jorge Mendes, ist gefühlt in ganz Europa ständig unterwegs und sagt, wer will Ronaldo haben? Ja, und dementsprechend fangen die Ersten an, so ein bisschen zu zweifeln an dieser Aussage. Ronaldo soll in Portugal sein, da gab es auch ein paar Aufnahmen, dass er angeblich in Lissabon, auch beim Quartier der Nationalmannschaft, sich dort fit hält. Also wer Ronaldo kennt, der weiß, egal was ist, der Mann wird sich fit halten. Ich glaube, das ist jetzt nicht das Problem, der wird da weiter trainieren und so. Aber eben, er taucht so ein bisschen unter von Manchester United. Kann natürlich sein, dass es wirklich private Gründe zusätzlich noch gibt, dass es einfach ein schlechtes Timing ist. Wie gesagt, das weiß man ja nicht. Oder eben, dass es so eine Masche, damit man diesen Wechsel weiter forciert. Und da gibt es halt das Problem, es gibt eigentlich nur einen Top-Club, der wirklich Interesse hat, das ist Chelsea. Und das ist vor allem der Besitzer, der neue Besitzer, Todd Boehly. Der würde gerne Ronaldo haben. Thomas Tuchel soll so ein bisschen zwiegespalten sein. Auf der einen Seite mag er Ronaldo, verehrt ihn sogar auf gewisse Art und Weise. Er mag diese Disziplin, dafür steht ja auch Thomas Tuchel. Auf der anderen Seite weiß er, was mit United passiert ist, als Ronaldo kam. Es hat das Team durcheinander gewirbelt. Inwiefern das wirklich Ronaldos Schuld war und wie United gespielt hätte ohne Ronaldo, ob sie vielleicht nicht sogar noch schlechter gewesen wären, das kann man natürlich nie sehen. Ja, man kann dieses zweite Paralleluniversum, sieht man ja nicht. Deswegen ist es ein bisschen schwierig. Also Thomas Tuchel weiß, okay, eigentlich hätte ich lieber einen anderen Stürmer, einen, der noch jünger, schneller ist und mehr ins Pressing geht. Aber Ronaldo ist ein Topstar. Er ist da am Überlegen, er ist noch nicht so wirklich überzeugt. Der Besitzer eher schon. Er will nämlich Glamour bringen zu Chelsea. Und da wäre Ronaldo natürlich der richtige Transfer, der richtige Einstiegstransfer für so einen Investor. Also, da wird man sehen, wer sich am Ende durchsetzt, ob Thomas Tuchel sich doch den Ruck gibt oder eben nicht und ob United überhaupt verkaufen will. Aktuell sagen sie offiziell nein. Inoffiziell soll man aber wohl bereit sein bei 15 Millionen Ronaldo dann doch gehen zu lassen. Also ich bin sehr gespannt, Freunde, eure Meinung in die Kommentare. Wir sehen uns später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach. Okay, yeah, good to see. I mean, unlucky that he's not in Thailand. I wanted to see him. But probably they're going to play all young players there against Liverpool. And yeah, I'm just hoping when this video comes out that they are, that they won it, hopefully. But yeah, pretty much from this time they're playing in 2 days. So yeah, it's sick. Great to see you, man. Great to see.